Ich glaube zutiefst daran, dass es die Öffentlich-Rechtlichen braucht. Mich hat wirklich immer interessiert die ungewöhnliche Form. Das hatte Phasen der Langeweile. Ganz klar. Besteht eine rote Linie. Intellektuelles Fernsehen gibt's immer noch, aber in den Dritten nicht mehr. Herzlich willkommen zum 9. Fernsehsalon der Deutschen Kinemathek. Heute Abend mit der Programmdirektorin des RBB, Martina Zöllner. Ich freue mich sehr, Martina, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Wir kennen uns schon, ich habe nachgeschaut, seit 10 Jahren aus der Zeit, als du noch beim SWR warst. Deswegen duzen wir uns auch. Und ich muss noch einen Disclaimer machen. Dieser Fernsehsalon wird auch von zwei Sendern mitgetragen, dem ZDF und dem RBB. Und du bist auch Mitglied in unserem Beirat Fernsehen und berätst die Deutsche Kinemathek in Fernsehdingen, wofür wir sehr dankbar sind. Insofern treffen wir uns hier in Freundschaft. Als wir uns kennengelernt haben vor 10 Jahren, warst du in der Position, Dokumentation und Fiction beim Südwestrundfunk gemeinsam zu verantworten. Und das war neu. Ich war lange zuständig redaktionell für den Dokumentarfilm beim SWR, und bin dann Kulturchefin geworden des SWR. Und dann kam der damalige Programmdirektor Christoph Hauser auf diese Idee, ob ich das nicht zusammenbinden könnte. Ich glaube, er hatte die ganz vordergründige Überlegung, er würde dann eine teure Stelle einsparen. Aber andererseits muss er mir das zugetraut haben. Und ich habe das dann tatsächlich etwas tollkühn, wie ich dann gemerkt habe, mir auch zugetraut, also auf dieser Flughöhe dann einer Hauptabteilungsleitung mit der Fiktion zu beschäftigen. Es gibt schon viele Parallelen im Erzählerischen, im Dramaturgischen. Also da gibt es Gesetzmäßigkeiten, die kannst du auf beide Genres anwenden, aber trotzdem ist es natürlich eine ganz andere Welt, Drehbücher zu beurteilen. Es sind ganz andere Formen der Kreativität auch unterwegs. Also ich habe viel gelernt, bis ich da zu Hause war. Ja, also das ist sozusagen das Erste, was wir jetzt über dich auch lernen, dass du, wenn du eine Herausforderung vor dir hast, dass du ohne Scheu die auch annimmst, weil tatsächlich ist ja das Fiktionale auch ein riesiges Rad, was da gedreht wird, also auch produktionstechnisch. Man hat da schon, glaube ich, nochmal häufig andere Budgets und auch andere Fallhöhen, wenn man dann womöglich auch noch Mehrteiler produziert. Da bist du ja auch immer flugs dabei und auch häufig federführend. Jetzt hat man dir die Programmdirektion angeboten. Wir alle wissen, dass Frau Schlesinger relativ abrupt die Intendanz verlassen hat. Dann gab es eine Interimsintendantin, Frau Werner, und es gab das Gerücht, man könnte sich auch vorstellen, dass du Intendantin werden würdest, aber du bist dann Programmdirektorin geworden. Da verantwortest du ja jetzt noch mehr. Wollen wir ganz kurz die einfache Was ist was? Frage stellen. Was ist die Aufgabe der Programmdirektorin eigentlich in Die Letztverantwortung im Falle des RBB für alle Programme, die der RBB publiziert, kurz gesagt. Also kurz. für 6 Radiowellen, für das gesamte Video- und Fernsehprogramm, für Online, fürs gesamte Programm. Und auch eben für solche Sachen, wann mache ich einen Brennpunkt, wann ändere ich das Programm oder ist das die Chefredaktion? Das macht die Chefredaktion, Genau. ja. Ich sage aber auch gleich, wir reden nicht über Radio, weil wir ja im Fernsehsalon sind und wir wollen eben über deine Arbeit und auch deinen Werdegang reden und wie du. Wir kommen später sicher auch noch mal zu den aktuellen Dingen, das neue Vorabendprogramm, was du gerade vorgestellt hast, dann auch die Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages für das Land Berlin-Brandenburg, was ja ein Politikum ist und auch jetzt ganz neu, dass die KEF eine Beitragserhöhung jetzt empfohlen hat und aber schon das Land Brandenburg gesagt hat, das wollen wir nicht. Da werden wir sicher am Ende des Abends noch mal drauf kommen. Aber wir sind jetzt auch nicht der Münchner Mediengipfel. Also es geht ja auch hier für uns um Personen und um das, was Personen gemacht haben. Und deswegen möchten wir gerne mit dir über deinen Werdegang sprechen. Und du warst ja auch schon mal als Publikum bei uns und deswegen weißt du auch schon, wir haben immer eine Videobotschaft. Wir verraten vorher nicht, wer es war, aber du kennst ihn. Okay. Also dann bitte Film ab.
Wir haben uns kennengelernt beim Südwestrundfunk. Ich bin ein Kind vom Südwestfunk, du dann vom Südwestrundfunk. Und in meiner Erinnerung bist du jemand gewesen, Thomas Schad hat uns mal irgendwann zusammengebracht, du bist jemand gewesen, die als Frau unglaublich neugierig war auf dokumentarische Stoffe, mit einer großen, großen inneren Begeisterung diese Stoffe angenommen hast, produziert hast. Du hast das weiterentwickelt zum fiktionalen Bereich, wo du genauso akribisch, genauso toll, genauso radikal auch politisch deine Wege gegangen bist. Du hast es durchgesetzt, du hast viele, viele radikale Programme extrem durchgesetzt. Und was mir immer wieder einfällt bei dir, ist, dass du eine Person bist, die sehr, sehr stark auch aus der Literatur kommt. Du schreibst selbst, du bist eine Frau, die mit Literatur aufgewachsen ist. Du kannst mit Inhalt, mit Rhythmus, mit Literatur, mit Sprache, mit Text umgehen. Ganz zu schweigen von deiner Rhetorik. Aber alles das macht dich eigentlich zu einer Künstlerin. Und ich habe deine Wege so lange verfolgt. Ich war super, super glücklich, dass du den Weg zum RBB gefunden hast, in einer wichtigen Rolle. Wir haben einige Projekte gemeinsam gemacht. Und ich finde, es tut dem RBB sehr gut, dass eine Persönlichkeit wie du mit all dieser intrinsischen Kraft aus dem Kreativen kommend, dass jemand wie du dort in der Fernsehdirektion arbeiten kannst. Das habe ich jetzt extra ausgemacht. Guck, super. Das ruft der Spiegel an. Das mache ich jetzt wirklich aus. Dass du mit all deiner kreativen Kraft im RBB in der Fernsehdirektion arbeiten kannst und Menschen dort deine Energie wirklich mitgibst. Ich bin super stolz. Ich weiß, wie schwierig die Lage ist, nicht nur in Israel. Da ist sie besonders schwierig. Ich bin sehr im Herzen bei Traun bei dir. Ich bin auch im Herzen bei dir, was dein RBB anbetrifft, was die ganze Situation des Öffentlich-Rechtlichen anbetrifft. Aber du bist jemand, der mit seiner Kraft das stemmen wird. Und ich bin in der Form nicht nur optimistisch, ich bin absolut siegessicher, dass du mit deiner Kraft ja eine gewisse Revolution auch in der ARD unterstützt und anzettelst. Alles, alles Liebe und ich wünsche dir mit Claudia einen sehr, sehr schönen Abend und mit eurem Publikum. Es ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Danke. Das war Nico Hofmann, der ist vor kurzem CEO der UFA. Aber ich finde, dass er recht hat. Wir erwarten natürlich Großes von dir. Ne? Das ist schon klar. Nicht unbedingt heute Abend, aber grundsätzlich für unseren kleinen Sender erwarten wir Großes von dir. Und das sei hier nur mal so kurz gesagt. Nico hat es ja gerade schon gesagt. Also da steckt auch eine Künstlerin in dir. Wir machen ganz kurz noch mal so ein Recap, wie du eigentlich hier hingekommen bist. Du hast an der FU Germanistik und Anglistik studiert und bist dann beim Süddeutschen Rundfunk gelandet. Und wenn ich es richtig weiß, eigentlich nur, weil da ein Job war, oder? Mhm, genau. So. Und hast dann, das hast du gerade schon gesagt, irgendwie Kultur- und Dokumentarfilm gemacht. Und ich habe so ein bisschen noch mal so zurückgeguckt und recherchiert. Da gab es dann zum Beispiel Essayfilme wie Auschwitz und kein Ende, eine vierteilige Reihe. Oder Was war links, auch eine vierteilige Reihe. Damals gab es noch diese Unterscheidung zwischen Programm, das Quote machen muss, und Programm, das wichtig ist, oder? Das war damals schon schwierig. Also diese Projekte zu machen, ich erinnere mich an meinen damaligen Chef und wie er schmerzlich das Gesicht verzogen hat, als ich mit der Idee kam, einen Vierteiler zu machen zur Kulturgeschichte der Bewältigung. Das war nämlich der Untertitel von Auschwitz und kein Ende. Also ich war sozusagen voller Ambition, wie man ja merkt. Ich war da ganz neu zuständig für die Kulturfeature, wie das damals noch hieß. Dann wurde es umbenannt in Kulturdokus, Dokumentationen. Und das war eben ein vierteiliger Essay oder eine Mischung zwischen Essay und historischer Dokumentation zur Frage, wie man in Deutschland kulturell mit Auschwitz umgegangen ist. Also mit dieser zeitversetzten Reaktion, mit der unmittelbaren Verdrängung nach dem Krieg, dann wie es in den 60er Jahren eigentlich durch das Theater, durch Peter Weiß und die Ermittlungen durch die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, wie das ins öffentliche Bewusstsein kam und wie lange es gedauert hat. Dann natürlich die ganze Frage, kann man das fiktionalisieren? Dann kam diese Serie Holocaust irgendwann, aber das war schon in den 70er Jahren, ja, genau, und hat das große deutsche Publikum erreicht und erschüttert. Also das war die Idee, das durchzuerzählen, bis ja in die Gegenwart des Holocaust-Mahnmals damals. Und das war so schwierig. Also ich hatte praktisch kaum redaktionelle Erfahrung. Ne? Ich habe selber als Autorin, als freie Journalistin für Kulturmagazin angefangen beim SDR in Stuttgart. Und man hat mich aus irgendwelchen Gründen dann in diese Redaktion gebeten. Das habe ich gesagt, mache ich. Und dann habe ich noch, ich weiß noch, ich habe einen Autor nach der zweiten Abnahme habe ich den Autor entlassen.
und habe das Ding dann selber fertig geschnitten, aber das ist mir so schwer gefallen, weil ich ja, ich war noch unsicher natürlich auch in der Rolle der verantwortlichen Redakteurin und meinte aber, das tun zu müssen. Also es war eine schwierige Geschichte. Und was war links? Dass Andreas Christoph Schmidt, der wunderbare Dokumentarist Andreas Christoph Schmidt hier aus Berlin gemacht hat, das war nicht weniger schwierig, hat aber auch gleichzeitig ungeheuer Spaß gemacht. Also die Frage des Linksseins, was war links? Ein Blick zurück, was bedeutet das eigentlich? Auch wieder eigentlich noch essayistischer Ja. als Auschwitz und kein Ende. Ja, mit solchen Projekten habe ich auch wieder etwas tollkühn angefangen. Das war schon auch natürlich Zeitgeist, aber auch gleichzeitig dieses Fernsehen, von dem alle sagen, dass es das heute nicht mehr gibt. Glaube ich nicht. Man muss allerdings sagen, beide Projekte haben wir für das dritte Programm gemacht. Und das gibt es für die dritten so nicht mehr. Ich würde immer noch sagen, dass Arte eine ähnliche Grundambition hat in vielen Programmen, die sie machen. Es ist vielleicht ein wenig, also der Essay ist weniger geworden. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Ja. Intellektuelles Fernsehen gibt es immer noch, aber in den Dritten nicht mehr. Die Dritten haben sich ganz klar verändert. Damals, als ich begonnen habe in den ersten Jahren, waren die dritten Programme durchaus, sie waren immer schon regional ausgerichtet, aber es war auch der Ort für das Hintergrundstück, also für Ja. das ausführliche, für die ausführliche vertiefende Befassung, gar nicht regional definiert oder ausgerichtet, sondern es war tatsächlich Hintergrund und Bildung. auch Experiment. Ne? Es Ja, haben ja genau. einige Sachen, die dann auch ins Erste kamen, in den Dritten begonnen. Du hast noch beim SWR versucht, mal ein Event, du ahnst schon, worauf ich hinaus will, ein Event zu kreieren, in dem das dritte Programm nochmal so richtig eigentlich hätte durchstarten sollen, Zeit der Helden. Eine Familienserie, kann man jetzt sagen, weil zwei Paare waren es, glaube ich, und die werden begleitet. In Echtzeit um 20:15 Uhr fängt die fiktionale Handlung an, wenn ich das auch schaue. Das heißt, also ich lebe wirklich mit diesen Leuten eine Woche lang. Ich habe zwei Fragen an dich. Erstens, kannst du dich noch daran erinnern, wie es wirklich dann war, wie die Zuschauerreaktion war? Und was haben die Kollegen gesagt, deren Sendung du für diese Woche weggebombt hast? Ja, es gab schon Ärger, ja, das stimmt. Aber der damalige Fernsehdirektor hat tatsächlich die schützende Hand über dieses ja nun wirklich Experiment gehalten. Ich war wirklich begeistert von der Idee. Also ich habe auch ehrlich gesagt einen Anteil dran. Wir haben das im Team entwickelt. Dann entstand diese Idee, eine Midlife-Crisis zu erzählen in einem familiären Kontext in Echtzeit und das dann zu schreiben. Und das hatte Phasen der Langeweile, ganz klar. Ja, wie das Leben halt so ist. Genau, weil Ja. du, ne, also es gab zwar Schnitte, aber die Handlung spielte in zum Beispiel 45 Minuten zwischen 20:15 Uhr und 21 Uhr und dann am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Also es gab eben keine Sprünge, es gab keine Verdichtung. Und das war. Das haben unsere Zuschauer des dritten Programms natürlich hat die sehr befremdet und es wurde mit finsteren Quoten bestraft. Aber es hatte eine große Presse und Es war ja auch zur ich, Osterzeit und ja es genau, war es draußen war noch draußen noch dunkel. dunkel, genau, es Also war es auch, war schon eine trübe Serie dann am ja, Ende des Tages. genau, es konnte aber aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht mehr genau weiß, nur dann gedreht werden und dann auch entsprechend gesendet werden, also ein Jahr später in Ja, derselben Zeit, ja. also auch die Zeit, das war auch dann wieder Osterzeit, das musste stimmen, hatte man halt eben viel Dunkelheit in den Wohnzimmern, das stimmt. Also ja, es kam einiges zusammen, aber mich hat wirklich immer interessiert die ungewöhnliche Form, ja, Ja. also in allen, also im Dokumentarischen, im Fiktionalen. Ich bin da immer hingekommen, ohne dass ich mir das groß vorgenommen habe. Und ich glaube, dass es nahezu eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, etwas groß gesprochen, gibt, auch in der Form zu überraschen. Ne? Also, und dadurch vielleicht die Menschen dazu zu bringen, dass sie vor dem Fernseher zum Beispiel nicht einschlafen, sondern
wach werden und sich da faszinieren lassen und vielleicht, also sowas, dass das sowas auslöst wie, Mensch, so habe ich das noch nie gesehen und ach, wie großartig, ich bin gar nicht davon weggekommen. Also diese Bereicherung, die du hast, auch durch das Formale, ja, das war mir immer wichtig. Ja. Ja, das merkt man in all deinen Arbeiten. Deine Idee, also, dass man jetzt einen Fernseher braucht, das sozusagen aufraut, das, da wo man sagt, was erzählt die denn da, was macht die denn da gerade, braucht man nicht dafür auch ein Publikum, dass man sich dazu, ich sage ja das böse Wort, erzogen hat? Ja, also inwieweit kann man das Publikum erziehen? Das ist eine große Frage. Ich glaube schon, dass man es... Ich ziehe das Wort erziehen zurück, ja, ja. Gewöhnen. Oder, aber braucht man sozusagen eine gewisse Gewöhnung daran, dass es passiert? Also, wenn ich ein sehr, sehr formatiertes Fernsehen schon seit den 90er Jahren. Die Linearität beruht auf dem Prinzip der Gewohnheit. Nicht, dass es gibt dienstags um 21 Uhr in aller Freundschaft seit 1912 und das ist... Und das wird immer so sein. Und es gibt Sonntag den Tatort und es wird immer so sein. Und es gibt die Tagesschau. Das ist also insofern, ist das der Erfolg des Linearen beruht auf dieser Vereinbarung des Gewohnten. Mhm. Dadurch kommen auch Formate zustande. Formate also kommen ja auch durch 45 Minuten und keine Sekunde länger. Das ist eine große Befreiung, das Netz, dass ich also zum Beispiel Episoden von Serien, Folgen von Serien länger machen kann, dass ich Dokumentarfilme länger machen kann, dass ich da nicht immer sagen muss, um Gottes Willen, dann fällt ja Tagesthemen aus, was wird Sandra Maischberger sagen, wenn sie wieder nach hinten rutscht und so, das alles läuft ja dann. Ne? Das ist nicht so. Aber das macht es schwerer, innerhalb eines linearen Programms Ausnahmen zu machen, erzählerische, programmliche Ausnahmen zu machen. Das irritiert die Leute. Ne? Und das ist der Widerspruch, der da drin liegt. Genau. Gleichzeitig finde ich aber absolut und habe das immer betrieben, dass eine gute Idee, die nicht in die Kästchen der Gewohnheit oder Linearität passt, die man von der man überzeugt ist, die eine auch wieder so ein Wort Relevanz hat, dass man die anbieten muss und dass man dann die Ausnahme machen muss, dass man die vertreten muss und dass man sie durchsetzen muss. Das habe ich immer versucht. Das ist mir nicht immer gelungen, aber das habe ich versucht. Ich würde gerne in diesem Zusammenhang jetzt noch auf etwas kommen, das du vom SWR dann mitgebracht hast, eigentlich zum RBB, nämlich Unterwerfung. Mhm. Das ist eine Romanverfilmung, der Michel Houellebecq hat das 2015 geschrieben und es ist ein Bestseller geworden und es gibt dann eine Theateradaption, die dann Edgar Selge in Hamburg gespielt hat. Und dann seid ihr da drauf gekommen, dass beides sozusagen die Romanverfilmung, den Roman, die Theateradaption in einen Film zu bringen. Mhm. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt. Okay. Ich hatte zwei Flaschen Rüli kaltgestellt. Sobald der Moderator David Pujadas um 17.50 Uhr auf Sendung ging, wusste ich, dass der Wahlabend wie ein großer Wein schmecken und ich einem außergewöhnlichen Fernsehmoment beiwohnen würde. C'est un tremblement de terre. Es ist ein Erdbeben, kündigte er die ersten eingeblendeten Zahlen an. Dass der Front National weit vor den anderen lag, war an sich nicht überraschend. Aber Mohammed bin Abbes, der Kandidat der Bruderschaft der Muslime, kam mit 22,3% auf den zweiten Platz. So, jetzt gibt's für die zweite Runde nur noch zwei Möglichkeiten. Islamisch oder rechtsradikal? Ja. Dieser Ausdruck nach mir die Sinnflut beschreibt ziemlich gut meinen eigenen Geisteszustand. Aber es war das erste Mal, dass mich ein unbehaglicher Gedanke durchfuhr. Was, wenn die Sintflut vor meinem eigenen Tod käme? Als ich wieder an der Fakultät war, um meine Kurse abzuhalten, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass etwas passieren könnte. Ja, nice, danke, ne? Da kommt er. Ja, gehen wir schnell. Entschuldigung, ich bin Professor an dieser Universität. Ich möchte jetzt hier meine Vorlesung halten. Das ist doch kein Problem, Monsieur. Wir wollten unsere Schwestern besuchen. Gut, jetzt haben Sie sie ja gesehen. Jetzt können Sie gehen.
Kein Problem, Monsieur. Bitte. Und ich möchte jetzt diese Tür hier schließen. Alles okay? Ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen verstört war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und dachte, wow, das ist jetzt wirklich so wie so eine Schichttorte. Würdest du jetzt in der Rückschau sagen, haben wir alles richtig gemacht oder ist das eins von diesen Experimenten, die man hinwerfen muss, um auch weiterzukommen und um sich auszuprobieren und um Türen offen zu halten, auch im Sinne von, man scheitert da vielleicht in Teilen dran? Ich würde vielleicht heute einfach den Theatermonolog von Edgar Selge, eine grandiose schauspielerische Leistung, einfach adaptieren. Und das Filmische, also den Versuch oder diese Ebene der Verfilmung dessen, was er erzählt, vielleicht weglassen. Das kann schon sein. Er erzählt, was wir sehen. Das heißt, du kannst ihn im Off haben, ne? Und du kannst es unterschneiden mit den Szenen. Und dann kannst du die Szenen mal wieder für sich laufen lassen. Aber im Grunde kommentiert er, erzählt er sein Leben. Das heißt, die Verführung war, das würde die Vorstellung war, das würde homogene werden können. Das ist es in Teilen auch. Aber es ist natürlich sehr, sehr ungewohnt, dann immer wieder zurückzuspringen in diese Bühne, in dieses andere Verhältnis zu dem, was ich sehe. Also dieses Szenische ist ja immer unwillkürlich identifikatorischer. Ich bin mehr dabei, ich will da rein. Ne? Ich bin sozusagen in einem Film. Dann bist du auf einmal wieder geworfen auf dieses andere Abstraktionshebel. Eben auch durch den Monolog, durch diese karge Bühne. Es ist ja auch kein Stück, es ist ein Monolog. Mhm. Und du bist in einem anderen, auf einer anderen Abstraktionsebene. Das hat sich, das verstehe ich, wenn das Menschen irritiert hat. Mhm. Aber ich fand, Houellebecqs Roman ist ja auch ein Gedankenexperiment. Ne? Das ist eine Dystopie und die Hypothese ist ja mehr aus Versehen, ja, weil der Front National und die Sozialisten keine Mehrheit kriegen, wird dieser moderate Muslim, Ben Abbes, französischer Präsident und die Bourgeoisie und niemand hat so richtig was dagegen. So, die reden sich das alle beim Rotwein schön. Ja, vor allem die Männer, die absolut richtig. Und es gibt auch bürgerkriegsähnliche Szenarien sowieso schon in Frankreich. Also es gibt sozusagen die Ultrarechten, die Linken, die bekriegen sich, gibt irgendwie auch... Die Gelbwesten gab es da zu einem Zeitpunkt noch gar nicht. Nein, die gab es noch gar nicht, aber man denkt heute an sie, wenn man das wieder sich vor Augen führt. Und insofern ist es liegt die Provokation Houellebecqs eben auch in diesem Gedankenspiel, was passiert denn dann? Ja. Und es geht ihm um den Ausverkauf, um das Ende der westlichen Werte eigentlich, nicht? Weil die Provokation liegt daran, da hat eigentlich niemand so richtig was dagegen. Oder zumindest die Männer nicht. Das ist ein vollkommen richtiger Einwurf. Und das fand ich hochspannend und das ist wie so eine Parabel, wie so eine Versuchsanordnung. Und das hat für mich zumindest das Experiment legitimiert. Ich habe es auch geschafft, dass es mittwochs 20.15 Uhr im Ersten lief. Danach gab es den üblichen Maischberger oder so. Ja, genau. Ja, Sandra Maischberger hat aufgesetzt. Ja. Und ich glaube, Edgar Selge war dann auch Gast. Es war ein langer Abend. Ich würde nicht sagen, dass das Experiment 100% gelungen ist, aber ich würde es immer noch dazu stehen, dass wir das versucht haben. Ja, ich möchte auch gerne nochmal meine Position dazu erläutern. Ich hätte es so wahnsinnig gerne uneingeschränkt geliebt, weil ich mir auch ein Fernsehen wünsche, das wie so eine Schichttorte ist und das einen auch provoziert und dass sowas um 20.15 Uhr zeigt. Und das war ja gerade eben auch schon unser Thema davor. Was ist dieses 20.15 Uhr, dass man mit einer Figur wie Edgar Selge, der auch mal ein Kommissar war, der sehr beliebt ist. Es gibt ja so viele Einfallstore dann. Ja. Und dann ist halt immer die Frage, wie viel kann ich reintun in dieses Programm? Mhm. Wäre es im Kino erfolgreicher gewesen? Gibt es für dich diese Unterscheidung? Im Kino hätte man nur den Theatermonolog machen können. Ja, das ist schon eine Sache, die fürs Fernsehen so gedacht ist. Ja, ne? Es war eigentlich der Versuch, sozusagen es uns Fernseh-
unsere Couch-Potatoes leichter zu machen mit der Vergegenständlichung. Theaterverfilmungen sind ja auch etwas, was früher im Fernsehen sehr viel mehr gegeben hat als Genre, was auch ein bisschen ausgestorben ist. Hätte man ja auch einfach abfilmen, das klingt jetzt so despektierlich, aber hätte man auch die Inszenierung adaptieren können. Ne? Das stimmt, aber nicht für das Erste und nicht 20.15 Uhr, das wäre mit Sicherheit nichts geworden. Das wäre dann tatsächlich auf Arte oder so möglich gewesen. Da kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Also das finde ich jetzt ganz gut, dass wir das nochmal so klargezogen haben, also wie diese Kanäle auch funktionieren und was man dann tun muss, wenn man dann in dieses berühmte erste Primetime will und was dann aber auch gleichzeitig wieder wohlmöglich dem Stoff gar nicht so gut tut am Ende des Tages. Wie weit kann man dann gehen, ist ja die Frage. Ne? Und ich hatte immer Vorgesetzte, die fanden, dass ich zu weit gehen will. Das war immer wie so ein Ausschlag. Ja, ja. Muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk einer sein, der Teilhabe in alle Richtungen ermöglicht? Ja, also auf jeden Fall ist das sein Auftrag. Na? Sein Auftrag ist, alle zu erreichen und auch natürlich Teilhabe zu ermöglichen. Ich will jetzt gar nicht auf diesem Unterwerfungsfilm jetzt so rumreiten, aber das ist natürlich ein elitäres Stück Fernsehen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber alle mitnehmen. Ich habe das Gefühl, ich verstehe jetzt, dass das so ein innerer Konflikt auch für dich ist. Also dass es genau darum geht, einerseits soll das artifiziell im positiven Sinne sein, es soll nicht ein bestimmtes intellektuelles Niveau unterschreiten, es soll einen künstlerischen Anspruch haben. Und auf der anderen Seite machst du das in einem Medium, das alle erreichen muss. Ja, also ich muss denken, das gehört dazu, aber ich rede jetzt nicht übers Fernsehen. Ich muss denken an heute. Ich war heute in Cottbus, ich war auf einer Klausur unserer Chefredaktion Gast und wir haben Mittag gegessen im Theater, in der Theaterkantine. Und da sagte also eine Kollegin zu mir, dass ein Kollege, dass seine 14-jährige Tochter auf TikTok unterwegs ist und er kann nicht glauben, was die da liest und mitbekommt und wie er immer wieder sagen muss, nee, also so ist das alles gar nicht, wo hast du das jetzt wieder her? Also dieses Ausmaß an Undifferenziertheit, an Fake News natürlich, an Hass. Information. An Hass, was auf TikTok unterwegs ist und die Tochter, diese 14-jährige Tochter, für die ist das aber ein Hauptort, ja, unter den sozialen Medien, eine Hauptadresse. Und da ist sie auch nicht allein mit. Da ist sie nicht allein mit. Ja. So, und wie erreichen wir die? Mit unseren Angeboten. Es würde mir eigentlich schon reichen, wenn wir die Gesellschaft, die noch Lust hat, Abende vor irgendwas zu verbringen, was nicht Social Media ist, wenn die geeint bliebe. Wir haben ja eine zerfallende Gesellschaft. Ist das nicht der Kernauftrag auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und da sind wir ja auch bei unserem kleinen Heimatsender mit den zwei sehr unterschiedlichen Publika. Ist das nicht schon mal der erste Auftrag, dass man die wieder so ein bisschen eingefangen kriegt? Also ja. Wir haben tatsächlich, oder auch ich persönlich habe, als es jetzt in dieser Situation, in der der RBB so hat sparen müssen, das ist ja kein Geheimnis, dass in den Folgen dieser sogenannten Krise Geld einzusparen war. Und das hat auch maßgeblich natürlich das Programm betroffen, dass wir in dieser Phase natürlich auch die großen Fragen gestellt haben, nämlich die Fragen, können wir uns noch ein drittes Programm überhaupt leisten? Ne? Ist das nicht sowieso irgendwie in ein paar Jahren vorbei? Und diese ganzen Fragen. Die wir jetzt. Für wen machen wir das eigentlich noch? Und das große Lagerfeuer, das gibt es eigentlich so gut wie nicht mehr. Es gibt ein oder zwei Lagerfeuer, die wir haben. Das ist Brandenburg aktuell und die Abendschau. Ja, die haben zum Teil kommen die, also 35% und so, das ist unglaublich, nicht? Das ist da, sie sind aber getrennt, sie sind gleichzeitig. Es ist nicht Berlin und Brandenburg zusammen, aber jedes würde ich als Lagerfeuer bezeichnen. Darüber hinaus wird es dann schon schwierig. Ne? Also diese Idee oder die, was du jetzt auch ein bisschen utopisch anklingen lässt, dass man quasi das Lagerfeuer noch erreichen kann und alle vereinen kann, eine ganz große Öffentlichkeit schaffen kann, das ist kaum noch möglich. So, ne? Oder im Live natürlich, wenn eine Nachrichtenlage ist. Ja, gut. Dann die Löwin, wo war die Löwin in die falsche Löwin. Das waren Kurztraumquoten so. Da funktioniert es dann wieder. Schade, das ist keine Wahr, Ja, genau.
Genau, der, Knut ist tot. Tatsächlich haben wir uns entschieden, jetzt in dem, was wir in Folge dieses Sparzwangs machen, dieses RBB-Fernsehen ganz und gar nicht aufzugeben, sondern aus der Not eine Tugend zu machen, verkürzt gesprochen, und es zu verändern. Also wir haben einerseits Geld da weggenommen, wir haben auch in Teilen zum Beispiel im Vorabend ein bisschen Geld hingelegt, dass wir da wieder mehr Live und mehr Journalismus machen können und nicht so viel Konserve einsetzen müssen. Das haben wir hingekriegt. Aber ja, wir haben gesagt, wir glauben, dass dieses RBB-Fernsehen immer noch so etwas ist wie die regionale visuelle Visitenkarte oder so, dass dieses Hauses, dieses kleinen Senders, wie du immer so schön sagst. Ja. Und werden jetzt mal gucken, wie das nächstes Jahr wird, was wir uns da vorgenommen haben. Ja, gut, ich kann es ja kurz nochmal rekapitulieren, was ihr euch da vorgenommen habt. Also das Erste, was ich unbedingt nochmal aussprechen muss, ist, dass du im Juni in der SZ gesagt hast, hinter dir lägen Wochen der Grausamkeit. Das stimmt, das war schwer. Ja, es mussten ja 49 Millionen eingespart werden. Das ist kein Pappenstiel. Und es war auch klar, dass das irgendwie nicht ohne Einschnitte ins Programm geht mehr. So eine große Summe. Es waren 21 Millionen im Programm in den Jahren 23 und 24. Und das war eine Auflage der KEF, also der Kontrolleinrichtung oder beziehungsweise der Einrichtung, die Beitragshöhe ermittelt und unsere Bedarfe ermittelt und festlegt. Und die hatten eben allen auferlegt, einen bestimmten Anteil ihrer Beiträge für die nächste Beitragsperiode, die ab 25 beginnt, zurückzulegen. Das habt ihr nicht gemacht. Hat der RBB nicht gemacht. Ja. Und dann kam Katrin Ferner und hat einen Kassensturz gemacht und hat uns das auferlegt und nachgewiesen, dass wir sonst quasi in die Pleite uns entwickeln, so, weil es dann keine Liquidität mehr haben und so weiter. Das war leider einleuchtend und dann mussten wir uns das aus den Rippen schwitzen. Und das war sehr schwer. Also das war wirklich anstrengend. Also der Hintergrund meiner Frage ist ja der, ob wir mit welchen Ideen, mit welchen Programmideen man jetzt diese Klebefähigkeit, diese Bindungsfähigkeit herstellen kann und in welcher Art von Risiko man dabei gehen muss. Das ist für mich so der Hintergrund der Frage. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass einfach die fiktionalen Programme weniger werden aller Orten im Öffentlich-Rechtlichen, weil es einfach ein sauteures Programm ist und man das sich vielleicht nicht mehr so häufig leisten kann. Ich würde aber gerne auf einen Ausschnitt mit dir besprechen aus etwas, was ich sehr positiv gefunden habe, also wo ich wirklich beeindruckt war, nämlich Charité Intensiv. Da habt ihr ja in der Corona-Zeit gedreht, was ein riesiges Verantwortung ja auch ist. Ich meine, da sind ja auch Drehteams in die Covid-Station gegangen, in die Charité. Da hätte auch viel passieren können. Also ihr seid da auch in Verantwortung gegangen. Und es ist sicher auch kein leichtes Programm gewesen, auch für die Zeit, in der wir uns da befunden haben. Und es war aber ja auch sehr erfolgreich. Also ich glaube, ich war nicht alleine dabei, die das geguckt haben. Wir schauen uns mal ganz kurz nochmal einen Ausschnitt an. Eigentlich wollen wir jetzt gucken, ob wir sie ein bisschen wacher werden lassen. Ne? Echt? Also, oh, super. Sie braucht schon noch viel Beatmungsunterstützung von der Maschine, aber leichte Tendenz zur Besserung. Ne? Okay. Jetzt können wir so langsam anfangen, die Narkosemittel schrittweise, stufenweise runterzunehmen. Machen wir es jetzt einfach mal auf die Hälfte hin. Auf 10 Minuten. Also erstmal ist ja dieses Aufwachen eigentlich wieder ein Zurückkehren in eine Welt, also in den Kontakt zu kommen mit einer Umwelt, mit einer Außenwelt. Und diese Welt ist ja den Patienten nicht bekannt. Die kennen uns ja nicht. Die kennen uns nicht als Behandler, die kennen die Intensivstation nicht, wo sie aufwachen in der Regel. Und dann kommt ja hinzu, dass wir als Behandler, also die ersten Menschen, die dann vor ihnen stehen, für sie ja überhaupt nicht erkennbar sind. Wir haben ja diese volle Schutzkleidung an. Wir sind ja praktisch nicht zu erkennen und unsere Mimik und Gestik auch nicht. Das heißt, das muss sich für die wahnsinnig beängstigend erstmal anfühlen. Guten Tag, hallo Frau Staley, wir kennen uns noch nicht.
Erdur ist mein Name. Ich bin Psychologin hier auf der Station. Sie hatten ja eine Lungenentzündung, ne? Genau, weil Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, das wissen Sie, genau. Sie sind hier in der Charité, genau. Sie sind hier in Berlin, im Wedding, ja, im Virchow-Klinikum. Sie waren davor im Behring-Krankenhaus gewesen, richtig? Können Sie sich erinnern, dass Sie ins Behring-Krankenhaus gegangen sind? Genau. Sie haben ganz lang geschlafen und haben vielleicht ganz viel nicht mitbekommen. Ich habe auch einmal zwischendurch mit Ihrer Tochter telefoniert. Ja, genau. Also das war wirklich ein Stück Fernsehen oder diese ganze Serie, die mich auf vielen Ebenen sehr beeindruckt hat. Aber es ist natürlich auch kein Wohlfühlfernsehen, es ist eben nicht in aller Freundschaft. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag da in einer Weise par excellence erfüllt worden ist. Da habe ich mich gefreut, also trotz der Schwere dieses Themas. Aber wie ist es dazu gekommen? Also der Regisseur heißt Karl Giersdorfer und ein glänzender Dokumentarist. Und er kam, also die Produzentin Antje Böhmert und er, die kamen zu uns und haben gesagt, dass sie die Genehmigung der Charité haben, während der Corona-Hochzeit auf der Intensivstation zu drehen. Kann ich nicht genug bewundern, was Karl Giersdorfer da auf sich genommen hat, ne? Und das ganze Team da jeden Morgen um 7 in voller Montur hinzugehen und was er auch erlebt hat, was er emotional natürlich auch dann zu verkraften war für das Team. Das war, ist eine große dokumentarische Leistung. Mhm. Und uns hat es dann natürlich auch sehr gefreut, dass da nun wirklich alles mal gepasst hat, nicht? Also es war, glaube ich, lange die wirklich erfolgreichste dokumentarische Serie in der Mediathek, in der ARD-Mediathek. Und diese Serie hat nun wirklich alle Preise bekommen, die man haben kann in Deutschland. Ja. Insofern war das schön. Also das war ein großer Erfolg für zuvorderst natürlich die Macher, auch für uns. Mhm. Was kann man daraus lernen? Kann man daraus irgendwas ableiten aus so einem Erfolg? Naja, also wenn ich jetzt sage, wenn ich so berechnend überlege, was war da, was hat dazu geführt, das ist natürlich schon auch der genaue Blick und diese Sensibilität für die Materie und für das Thema. Aber andererseits hast du natürlich hier ein Leben- und Tod-Thema und eine große Nähe dazu. Aber wenn du das weiter denkst und dann nach Leben- und Tod-Themen suchst, dann wird es eben berechnend in einem unguten Sinne. Das heißt, du kannst eigentlich, du kannst nicht daraus ein Rezept machen. Je, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber es gibt ja noch einen anderen Punkt, nämlich etwas, was uns alle betroffen hat. Also das ist, ich reite noch mal auf diesem Gemeinschaftsgedanken rum. Also dass es ein Programm war. Ja, ich verstehe. Ich verstehe deine rote Linie. Dass alle irgendwie auch von Corona betroffen waren. Mhm, dass stimmt, alle hätten absolut auf dieser Station landen können, dass man sich das sozusagen selber so angucken konnte. Ist das nicht vielleicht auch ein Schlüssel? Mhm. Absolut, ja, das stimmt. Das hast du aber gar nicht so oft. Also eine solche thematische Disposition, ja, in der du alle erreichen kannst, weil alle gleichermaßen betroffen sind. Nicht? Wo wäre das noch? Also fiele mir zunächst wenig ein. Ich komme jetzt nochmal zu Tina Mobil, weil ich das Gefühl hatte, dass das auch so Versuche waren, etwas zu machen, was die Leute auch mit abholt in der Region. Es geht um eine Frau, die irgendwie eigentlich als Bäckerin Brotwaren ausfährt und dann gekündigt wird und dann eben selber was aufmachen muss und die hat auch noch Familie und die muss halt strugglen in alle Richtungen. Und das war ja eigentlich auch sehr erfolgreich, oder? Ja, genau. Das war auch wirklich ein guter Quotenerfolg, also ein sehr guter, muss man sagen. Ja. Ja, also in der Linear wie in der Mediathek. Heute schon bei der Konkurrenz kaufen. Heute war die schon da? Die ist heute Etappensieger. Noch ein Stück Mondkuchen. Der ist heute wirklich lecker. Ist für meinen Mann. Er ist kein Mondkuchen. Mond macht doof. So. Ist ja nur für den Mann. Schreib's an. Ja, ist gut.
Ja, bitte. Tag, Tina. Was führt dich her? Dachte, hast vielleicht Sehnsucht nach mir? Der war gut. Schade. Dachte, wir könnten noch mal wie vernünftige Leute. Du hast ja recht, warte. Ich hab dich immer geschätzt, Tina. Dein Humor, dein Pragmatismus. Und wir sind ja über die Jahre auch gut ausgekommen. Unser kleinen Geplänkel mal außen vor. Das ist nicht leicht. Deine Kinder, Harry, die Schulden. Du stemmst alles alleine, das ist wirklich beachtlich. Sag mal, Zolli, kann es sein, dass du mir gerade einen Heiratsantrag machst? Ich mein's gut mit dir. Du hast dich verrannt. Das hältst du nicht durch? Und ich sitz am längeren Hebel. Ist das jetzt einfach so ein Glücksfall, dass das überall gut funktioniert hat? Oder kann man daraus was ableiten? Ist das so ein Modell für ein Fernsehen, dass es mehr braucht? Glaube ich schon. Also ich glaube, man braucht, du hast ja vorhin schon ein bisschen durchscheinen lassen, dass ich einen leichten Hang zum, wenn man so will, vielleicht Intellektuellen oder so habe. Das ist ja keine Schande. Ja, aber ja. Und das stimmt schon. Ne? Also die Stoffe und Geschichten zu erzählen, wahrhaftige und tiefe Geschichten zu erzählen, die in Milieus spielen, die vielleicht nicht die Süddeutsche lesen und dergleichen, das ist schon der Hintergrund für das Projekt gewesen. Das ist ja linear am Filmmittwoch im ersten gelaufen, dann in zwei Folgen am Abend, das waren 6 Folgen insgesamt, also eine Miniserie, war vorher in der Mediathek, aber wir hatten tatsächlich vorher auch mit Blick auf den Mittwoch den Befund, da sind reichlich viele Architekten in Designervillen unterwegs, ja. Und man hat so ein bisschen, also bestimmte Milieus fehlen und das hat mich sehr beschäftigt und dann kam dieser Stoff an. Kuki Zische war darüber im Gespräch mit Laila Stieler, die das geschrieben hat. Also eine ganz wunderbare Autorin, die, wie man weiß, hat ja auch Gundermann zum Beispiel geschrieben und vieles andere, die einfach Milieus erzählen kann. Ne? Und also diese Sprachgenauigkeit des Milieus eben auch hat. Ne? Und diese Figuren haben sofort gelebt. Ich weiß noch, ich habe gelesen, das waren vierseitiges oder zweiseitiges Exposé. Mehr war das gar nicht am Anfang. Und du hast sofort die Personen gesehen. Du hast es so in der Skizze gesehen, dass die diese Personen kennt. Mhm. Das ist eine große Kunst. Ne? Und das kann die eben, sie hatte noch nie eine Serie geschrieben. Sie hat von Anfang an übrigens für Gabriela Maria Schmeide geschrieben. Ja. Also es war ihre Idee, dass sie das jetzt spielen muss. Ja. Und das macht sie auch ganz großartig. Ja, und das hat sie auch, sie hat immer diese Figur im Kopf gehabt und wir alle dann auch. Und dass es auch geklappt hat, finde ich ganz wunderbar. Mhm. Und das geht aber jetzt aus finanziellen Gründen nicht weiter? Schauen wir mal. Es gibt vielleicht einen Weg, aber ich kann noch nicht so richtig drüber reden. Aber weil bis heute, seltsamerweise, das ist jetzt ja auch schon 2 Jahre her, dass also Tina on air war oder publiziert war. Und wir haben bis heute immer noch Nachfragen, so wann geht es denn weiter und geht es weiter. Und wir würden so gerne, und das war ganz toll, was ihr da gemacht habt und so. Ja. Das freut mich immer wieder, aber wir haben tatsächlich nicht aufgegeben, dass es noch eine Fortsetzung gibt. Es gibt noch eine andere Serie, die ja auch in der Mediathek ein großer Erfolg war, Warten auf den Bus, steht hier auch irgendwo. Da ist es aber so, dass da 2 Männer an der Busstation sitzen und eigentlich kleine Philosophen sind. Ja. Bei Tina Mobil muss ich jetzt im besten Sinne an 3 Damen vom Grill denken. Also das ist irgendwie, wo man sagt, ja genau, ja. Die könnten mir wirklich die Wurst verkaufen. Mhm. Das stimmt, was ganz Authentisches. Mhm. So, und Warten auf den Bus ist eigentlich total unauthentisch, weil die würden nie so reden und man würde diese beiden Männer so nie im Bus finden. Trotzdem ist es ja toll, so eine Geschichte erzählt zu bekommen, oder? Ja, also ich habe das sehr geliebt und ich halte Oliver Bukowski nahezu für ein Genie, der das geschrieben hat. Das ist ja Poesie, ne? Ja, das ist auch in der Form. In der Form ist das ein bisschen Theater. Deswegen Warten auf den Bus, also
bisschen darf man ruhig mal an Beckett denken für die, ja, für die Eingeweihten. aber eben auch ein bisschen Fargo, so ein bisschen Sitcom. Aber und dann ist es trotzdem ja natürlich keine naturalistische Sprache. Ne? Ich meine, die haben zwar, das ist zwar im Dialekt auch geschrieben, also es steht so da in den Büchern, aber es ist natürlich trotzdem eine artifizielle Sprache. Das ist ein ganz komisches Ding, warten auf den Bus. Da ist er wieder, wa? Der weinende, greinende Ossi, der Nörgler und Flenner. Und genau das ist es, was den Ossi so widerlich macht. Ey, Jungs, so kriegt ihr nie im Leben eine ab. Jedenfalls nicht im Kopf gesundet. Wer kein Helfersyndrom oder sonst irgendeine Klatsche hat, der hilft Opfern, aber der hält nicht mit denen ins Bett. Ja, Hannes hat doch recht. Willst du mal was erleben, dann komm mal mit auf Abend, du. Bin ich der letzte Bittsteller. Ich fließ ja quasi durch die Tür unten durch. Für meinen Plasterhocker. Sag mal, wie kommt es nur, dass wir Ossis und besonders die Ostmänner immer nur nach oben klagen und drohen und betteln? Immer soll der Staat das richten, wa? Hä? Wozu sei denn da der Staat? Kannst du mir mal sagen? Und zu wem wir denn die Pfeifen? Hier ist ja Volksvertreter, Volkspartei, Volkspartei, verstehst du? Wenn er ja nicht für uns da ist, für wen dann? An die gammelte Banken oder was? VW-Banditen? Ja. Ich meine, dass man vom Staat nicht will. Die kommt ja wahrscheinlich noch ein bisschen von der 68er. Ich meine, die saßen ja voll beschäftigt auf ihre Posten, ihre Professuren und verbaten sich jeglichen staatlichen Einfluss. Aber Katrinchen, Icke, Johannes von und zu Ackermann. Ich sitze nicht auf gepolsterten Lehrstühle oder bin Beamter lebenslänglich. Und ich kann darauf nicht so großkotzig verzichten, dass der Staat das macht, was er zu machen hat. Und dass das so ist, dafür schämt sich nicht der Staat. Nee, warum? Aber ich schäme mir, Icke. Und wenn wir so denken und das sagen, dann sind wir undankbar. Ständig quengelnde Göhren im Osten falsch auf den Top gesetzt und deshalb ja schon blöde und moralisch verkommen. Alter. Ich meine, wieso ist denn der Oster denn gleich bescheuert, wenn er sich das nicht einreden lässt? Warum? Sag mal. Vor allem sagen sie mir, dass ich mittlerweile zu alt bin für den ersten Arbeitsmarkt. Zu alt und zu demoliert. Also komm jetzt bitte nicht mit inneren Werten oder mit anziehender äußerer Bärchenhaftigkeit, wenn ich hier eine Handbreit vom Penner entfernt an der Bushaltestelle herum existiere. Mir würde das nicht ausmachen. Mir aber, Mann. Frau Katrin, mir aber. Ich will meiner Perle was bieten können. Und nicht aus Salzzeug, nicht aus Soralin, nicht aus Eiseln und Kastanien. Einmal bitte schön möchte ich irgendwas hier anbieten können, was ich selbst gebastelt habe. Also du stehst ja jetzt als Programmdirektorin vor einer Situation, die nicht trivial ist. Es gibt zwei verschiedene Kulturen. Es gibt dann auch noch Junge und Alte. Mhm. Es gibt kein Geld, um alles zu machen, was man machen kann. Mhm. Es gibt die Notwendigkeit, wirklich die Menschen zu erreichen, mhm, weil sonst eigentlich der ganze Sender und das ganze System auf dem Spiel steht. Mhm. Und die Frage ist ja, worin kann die Lösung bestehen? Zunächst mal bin ich immer der Meinung, dass dieser große Gegensatz zwischen Berlin und Brandenburg, dass man sich davon nicht erschrecken lassen darf. Also eine homogene Zuschauerschaft gibt es nicht. Und das hat mich nie wirklich erschreckt. Und das kriegt man schon zusammen in ein Programm. Das kriegt man schon hin, glaube ich. Oder in verschiedene Angebote, die dann ein Ganzes ergeben. Ja. So. Wir haben jetzt für dieses Aus der Not geboren, ich habe es ja vorhin gesagt, so ein paar Entscheidungen getroffen, von denen ich hoffe, dass sie sich niederschlagen in diesem dann geänderten dritten Programm. Und wir werden den Vorabend journalistischer machen. Er wird der Tag heißen. Es wird viel mehr Geschichten vom Tag geben aus Berlin und Brandenburg. Mit Live-Schalten auch draußen in die Kieze, in die Bezirke. Also mehr Dasein, mehr Aktualität, mhm, auch. Ohne den großen Nachrichten, die dann folgen, was wegzunehmen. Aber wenn es eine Nachrichtenlage gibt, dann muss die da auch rein. Also das werden wir jetzt machen. Und das ist viel geübt worden jetzt auch mit diesen Live-Schalten. Das ist gar nicht so leicht, 6 Minuten live draußen, ne? Wenn du dann also Gespräche führst. Und wie hältst du das durch? Und solche Fragen. Mhm. Also, und dann vor allem natürlich auch, können wir uns das leisten? Also wir haben dann gesagt, wir machen es mit kleinerem Besteck als normal. Wir senken den Produktionsstandard. Das ist auch so eine Prämisse, die wir getroffen haben. Also der Neujahrvorabend, weil wir eben gesehen haben... Quick and dirty. Naja, also quick and dirty würde ich es nicht nennen. Aber ja,
besser live und draußen und die Kamera wackelt mal als Hochglanz und es ist aseptisch oder es ist eben nicht nahe lebendig und aktuell. Ihr habt ja jetzt so ein Konzept auch Mediathek First. Wir werden tatsächlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Programme wie zum Beispiel Dokus relativ konsequent für die Mediathek entwickeln, werden sie aber dann im RBB Fernsehen und zwar Primetime wiederholen. Wir haben gesagt, wir geben so weitgehend nach 22 Uhr kein Geld mehr aus. Aber, jetzt kommt auch noch sowas, das ist auch, ich sage jetzt mal, durchaus riskant in Bezug auf die Quotenerwartung. Wir werden da zum Beispiel Streams, Videostreams einsetzen, die wir im Umfeld der Radiowellen machen. Also Konzerte. Talksendungen. Genau, sie werden auch mit kleinerem Besteck, aber durchaus mit mehreren Kameras aufgenommen. Und das kann man, so wie wir hier, ja genau, wir werden einen Videostream. Ja. Und da gilt auch sozusagen, dass das von hier sein, das Dasein ist wichtiger als der Produktionsstandard. Mhm. So. Und wir werden da so eine Späti-Reihe einführen. Das ist schon auch ein Risiko, ein Ritt, den ihr da macht. Und ihr macht ihn letztlich ja auch, weil euch diese 49 Millionen fehlen? Oder würdet ihr es auch so machen? Ist es ein Konzept aus Überzeugung? Ja, es ist einiges aus der Not geboren, aber ich kann absolut dazu stehen. Also für mich ist es viel mehr als ein Behelf. Ich hoffe, dass es so, wir haben an der Verpackung gearbeitet, ich hoffe, dass es ansprechend sein wird und ja, überzeugend. Das hoffe ich auch. Ja. Also ich habe kein Interesse daran, dass dieses Projekt scheitert, weil ich finde es wichtig, dass wir diesen Rundfunk haben und dass wir auch dass wir nicht jetzt irgendwie den RBB drangehen, was ja auch schon immer so eine Drohgebärde ist der Politik, dass man das auch zerhacken könnte und sagen könnte, die eine Hälfte geht zum MDR und die andere zum NDR und dann haben wir irgendwie hier noch ein Landesstudio. Habe ich noch nie gehört. Nee, hast du noch nie gehört, okay. Alles klar. Ich habe eine Frage, von der ich nicht weiß, ob du sie beantworten kannst, aber sie liegt mir am Herzen. Es ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass Formate, die offensichtlich nicht funktioniert haben und abgesetzt werden müssen, sehr kurzfristig abgesetzt worden sind. Wie kommt das, dass andere Häuser machen, kündigen das ja auch an? Warum habt ihr das so kurzfristig gemacht bei Schön und Gut? Oder sah das nur von außen so aus? Das sah nur von außen so aus. Also wir haben das tatsächlich relativ kurzfristig angekündigt, dass es aufhört, um schon das Neue, das bald kommt, auch ankündigen zu können. So, das war der einzige Grund. Nach außen hin wirkte es halt immer so, dass euch da die Mitarbeiter so ein bisschen und Mitarbeiterinnen so ein bisschen egal sind. Also deswegen wollte ich die Frage mal stellen. Ja, es ganz anders. Also die Mitarbeitenden dieser, also von Schön und Gut und auch von Studio 3 und noch viele andere haben wirklich in einer Arbeitsgruppe seit Monaten schon an dem Neuen gearbeitet. Angesichts dessen, dass der Vorabend ja besser ausgestattet wird jetzt und dass wieder mehr journalistisch auch mehr möglich sein wird, das fanden alle gut. Und ich glaube, von daher, wir haben das auch gesagt, ne, es wird jetzt einfach diese Zeit, diese paar Wochen vor Weihnachten werden wirklich auch genutzt, um dieses Studio umzubauen. Die Kollegen und Kollegen haben das in sehr einer guten Kreativität erdacht, was da jetzt kommen soll und geübt und so weiter. Das muss ja dann teilpilotiert werden, das ist aufwendig. Wir sind jetzt schon so am Ende. Ich hatte am Anfang auch nochmal angekündigt, dass es natürlich auch dieses Damoklesschwert des Rundfunkstaatsvertrages gibt, der gerade novelliert wird für das Land Berlin und Brandenburg. Und der jetzige Entwurf ist schon in den Kabinetten durch. Man kann also davon ausgehen, dass es auch so kommen wird. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass es jetzt Landesbeauftragte geben wird für West und Ost, die nicht mehr vom RBB selber, von der Intendantin sozusagen eingesetzt werden, sondern die Intendantin kann die vorschlagen und der Rundfunkrat stimmt über die ab. Das ist ja ein politisches Gremium auch und viele sehen darin eine große Gefahr. Ich vermute, du auch, dass es eben ein Eingriff ist, auch in die Autonomie des Senders. Man hat natürlich immer das Gefühl, dass diese Radikalität, mit der jetzt die Politik ausgerechnet beim RBB jetzt so versucht, eine Tür aufzumachen, die bisher nicht auf war, dass es viel damit zu tun hat, dass vorher so viel nicht geklappt hat. Und dass es diesen Skandal gab und dass es diese
diesen seltsamen Umgang mit Geld gab und so weiter. Das wird ja auch alles vor Gerichten noch geklärt. Wie groß ist deine Sorge oder dass, wenn das jetzt nicht klappt, was ihr euch da vorgenommen habt, dass dann ein richtiger Erdrutsch passiert? Ist das etwas, was dich bedrücken kann oder sagst du, da kümmere ich mich jetzt nicht drum? Du meinst, wenn das Programmliche? Was ja, wenn das, jetzt schief geht, das ist ja ein risikoreiches Unterfangen. Ich finde, es ist eine gute Strategie, aber niemand von uns weiß, ob das klappt. Also du mehr als ich, aber es gibt ein Restrisiko. Ich habe eigentlich, wenn ich von was überzeugt war, nie Angst gehabt, ehrlich gesagt. Also dann werde ich sehen. Also wenn das nicht klappt, das würde ja bedeuten, es wird nicht akzeptiert, die Quoten gehen in den Keller. Dann werden wir reagieren, dann werden wir Dinge ändern. Das ist eigentlich immer so. Ich glaube, und die Reaktionen, also wir haben das jetzt auch natürlich intern vorgestellt und zur Diskussion gestellt, also einfach diese unterschiedlichen Schrauben, an denen wir jetzt drehen in diesem RBB-Fernsehen. Und die Reaktionen waren sehr positiv. Also man hat das so als ein Bild gesehen. Und ich glaube, wir können das Risiko gut tragen. Und ich, wie gesagt, ich habe keine Angst. Ja, also ich habe schon vor vielen Sachen Angst. Aber weißt du, wenn du eine Überzeugung hast, das ist das Richtige. Dann finde ich, deswegen habe ich auch, glaube ich, nicht schlecht geschlafen, wenn das ein oder andere Werk, über das wir jetzt hier gesprochen haben, quotenmäßig nicht so reüssiert hat, da hatte ich keine schlaflose Nacht, weil ich gewusst habe, oder wenn es vielleicht auch nicht so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist ja eigentlich nie so. Es wird ja nie so, wie du das im Kopf hast, weil ja so viele Menschen daran beteiligt sind. Ich bin eine Lektorin, eine Ermöglicherin und kann Risiken schützen, so. Das ist ungefähr der Job, aber ich würde nie... Wenn das in den Keller rasselt und ich dann dafür gerade stehen muss, dann werde ich das tun und mir dann Gedanken machen, sage ich jetzt mal auch etwas vollmundig. Aber ja, so geht es mir. Ja. Und die Sache mit dem Staatsvertrag, ja, das ist... Es ist ein besonderer Moment, in dem auch viel auf dem Spiel steht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, würde ich schon sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen müssen wir auch... Besonders gut sein. Besonders gut sein, besonders öffentlich-rechtlich sein, ja. Und auch klar machen, warum es so nötig ist, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt. Und wenn ich das nicht dächte, wäre ich wahrscheinlich auch schon ein paar Mal ausgestiegen. Es ist ja nicht nur Spaß, so Managerin zu sein, wie ich es bin, aber ich glaube zutiefst daran, dass es die Öffentlich-Rechtlichen braucht. Da bin ich ganz bei dir und ich bin auch ganz bei Nico Hofmann, der am Anfang des Abends gesagt hat, dass wir froh sind, dass du an dieser Stelle bist, mit deiner Weitsicht und deinen ganzen Fähigkeiten und auch diesem leichten Trotz, einfach immer wieder Dinge auszuprobieren und dann nicht locker zu lassen. Was tut im Fernsehen sehr gut. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du heute Abend unser Gast warst. Und ich hoffe, dass es jetzt für viele andere auch nochmal klar geworden ist, was so dein roter Faden ist. Vielen Dank, Martina. Danke, dass ich hier sein konnte. Dankeschön.